Was geht ab, alle die Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich freue mich sehr. Wir haben eine Kombination, als ich die auf TikTok oder Instagram, glaube ich, angeteased bekommen habe, dachte ich, Bro, kann ja nicht sein. Dann habe ich gesehen, Mr. Worldwide himself, DJ Jeezy, hat es gepostet, also muss es ja irgendwo real sein. Wir haben Shindy featuring AJ Tracy, also natürlich DJ Jeezy feat, Shindy feat AJ Tracy. Was insane ist, wenn du drüber nachdenkst. Shindy droppt irgendwie jahrelang keine Features so wirklich, wenn man jetzt die Shirin-Sachen so ausnimmt. Und keine Ahnung, droppt jetzt einfach mit AJ Tracy was zusammen und hat sich einfach mit DJ Jeezy zusammengetan und ich bin sehr gespannt. Das einzige Manko direkt, der Track ist nicht mal 2 Minuten lang, bin ich gar kein Fan von. Ich glaube, sind wir alle nicht so. Im Endeffekt müssen wir happy über das, was wir bekommen haben. Red Dot heißt das Ding. Und, DJ Jeezy hat's gepostet, er ist einfach in die DMs geslidet bei AJ, bei Shindy, hat Beat geschickt, Parts rumgeschickt und die meinten beide, right dog, machen wir. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich wirklich drauf, ja, ich bin nicht der größte AJ Tracy Fan, nicht der größte Shindy Fan, aber wenn die beiden was zusammen machen und dann noch unter den Fittichen von DJ Jeezy, kann eigentlich nur krass werden, sag ich ehrlich, kann eigentlich nur krass werden, ich freue mich sehr. Ich erwarte hier und erhoffe mir ein etwas... keine Ahnung, geileren Shindy als auf den letzten Tracks, die haben mir nicht so zugesagt, leider. Ich bin sehr gespannt, wir hören einfach mal rein, Link zum Original ganz oben in der Beschreibung. Enttäuscht uns nicht, Jungs, enttäuscht uns nicht. Bitte. Yeah, yeah, yeah. Nasso sit my nigga, tell me how you been my nigga. I started out with just a sip, I had to spin that figure. I had to live off ramen noodles, hunger's been my trigger. Now I'm Goliath, when I step, I swear there's no one bigger. Check me out, I bust it down. My Lambo brown, the Amex black, I'm pushing sound. Okay, okay, also kein Wunder, dass er krass auf den Beat kommt, sag ich mal. Aber die Atmo gefällt mir sehr, die Atmo gefällt mir sehr bis jetzt. One bigger, check me out, I bust it down. My Lambo brown, the Amex black, I'm pushing sound. Pressure pounds, call my line. I'll spin that verse and turn that short for you. Just use my flow and copy me. I made that crowd adore you. It's a party every time I'm stepping in. Can't attend unless I get my bridging with a weapon in. Boah, ich mag den Beat. Ich mag, dass der Beat so ganz, ganz, ganz simpel irgendwie ist. Der hat so, der ist so ganz undercover irgendwie und gibt jetzt AJ gerade ganz viel Space, so das einzunehmen. Das finde ich sehr angenehm. Be me, I made that crowd adore you. It's a party every time I'm stepping in. Can't attend unless I get my bridging with a weapon in. And I got brothers round the world, can't do no checking in. Get checkouts on the women, check the guesses, we got pressure in. Boah. Okay, das war jetzt schon der AJ-Part, ne? Das war schon der Part jetzt. Fand ich aber sehr clean, fand ich sehr clean. Kam sehr, sehr gut auf den Beat. Die Atmosphäre stimmt. Und jetzt hoffe ich, dass Shindy nochmal so ein bisschen... sich nochmal ein bisschen krasser auch noch reinkommt irgendwie. Aber ich bis jetzt bin ich happy so. Bis jetzt bin ich sehr happy. Geht flawless durch. War angenehm. Boah, ich bin wirklich gespannt. El Presidente, vor Chanel und Wempe. Bilden sich Menschen Trauben so, als ob ich Geld verschenke. Triff mich Stangel wird, seh aus wie dein Summerflirt. Nein, deine Bitch hat nicht gezwinkert, meine Fell geblendet. Paar Millionen schwerer, Bitch, ich brauche Hosenträger. Ich will die Birkin mit den Fenstern und dem Krokoleder. Bro, aber auch so von der Stimmfarbe direkt her. Es geht doch. Das wollte ich doch hören. So gefällt mir Shindy doch. So gefällt mir Shindy doch. Ich habe diesen Beat-Change nicht erwartet, dass der Beat sich so krass nochmal changed irgendwie. Und dass es so eine ganz andere Atmo ist hier bei Shindy. Deine Bitch hat nicht gezwinkert, meine Fell geblendet. Paar Millionen schwerer, Bitch, ich brauche Hosenträger. Ich will die Birkin mit den Fenstern und dem Krokoleder. Ich bin ein Sweet Talker, better yet, ein Smooth Talker. Diamonds clean wie Greek Water, Flow von einem New Yorker. Deutschrap ist Modeschmuck, ich ball wie ein Polo-Club. Freitagmittag, Herz und Pack, ich schmeck wie eine Kokosnuss. Ich bin dauernd an... Ich schmeck wie eine Kokosnuss. Freitagmittag herzupacken, ich schmeck wie eine Kokosnuss. Ich bin dauernd anderswo, Mami, es ist Standard so. Wir sehen uns nach der Tour im Spa-Bereich vom Lanzerhof. Boah, ich finde, Shindy kam hier viel härter und viel krasser als auf den letzten Songs, die ich gehört habe von ihm. Ich weiß nicht, die Stimmfarbe an sich war tiefer, aber ein bisschen gefestigt, habe ich das Gefühl gehabt. Und vielleicht war es auch der Beat so, weil es jetzt einfach kein Ozzy-Beat war. Aber ich finde, er kam... krasser irgendwie, oder? Ist nur mein Feeling gerade? Ich weiß nicht. Shindy kam auf jeden Fall geiler als sonst. Also geiler als die letzten Songs. Für mich personally.
Ich bin dauernd anderswo, Mami, es ist Standard so. Wir sehen uns nach der Tour im Spa-Bereich vom Lanzerhof. Ja, das einzige Ende vom Part fand ich, hat noch eine Zeile wäre noch geil gewesen, so die so, die so ein bisschen mehr hittet so ein bisschen. Aber allein, dass wir Shindy AJ Tracy haben, Junge, allein das, dass das offiziell aufs Papier gebracht wurde hier. Shoutout an DJ Jeezy, Mann. Hm. Okay, halt viel zu kurz, ne, brauchen wir nicht drüber reden, leider viel zu kurz, eine Minute drauf, hätte es noch auf jeden Fall noch getan. Aber wie gesagt, dass wir die Kombi überhaupt haben, freut mich und ist in my opinion ein Track für die Playlist. Ist für mich ein Track für die Playlist. Ist jetzt nicht der krasseste Song oder whatever, aber die beiden zusammen zu hören, reicht aus. Der AJ-Part war sehr stark, fand ich, gerade auf diesen sehr subtilen, ruhigen Beat irgendwie, ist er gut gekommen. Und Shindy mal wieder so ein bisschen mehr aus seiner Haut gekommen, habe ich das Gefühl. Der war, hat sich ein bisschen gefestigter angehört, das hat mich sehr gefreut. Ansonsten, dickste Shoutouts an DJ Jeezy fürs Connecten, ja, was soll man sagen. Das ist nicht normal, dass er das so einfach hier für uns hinzaubert, gefühlt. Halt leider zu kurz und war jetzt kein geisteskrankes Highlight hier irgendwo. Checkt ihr, wie ich meine? Aber ich will jetzt hier nicht so Cherry-Picking machen, so Bro, das ist einfach Shindy für AJ Tracy. Wir müssen uns einfach freuen, so. Wir müssen uns einfach ein bisschen freuen gerade, deswegen. Ich bin happy mit dem, was wir bekommen haben. Hätte ich mich gefreut, hätten wir der Track eine Minute länger und noch ein bisschen krasser. Na klar, hätten wir alle, glaube ich, deswegen. Aber das ist dann irgendwo auch Meckern auf hohem Niveau, deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir bekommen haben. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Gerade was die Shindy-Sache angeht, seht ihr auch so, dass er hier so ein bisschen wieder so ein bisschen der ältere Shindy war oder wie ist eure Opinion dazu? Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Ja, bleibt so fresh und gut aussehend wie immer und ciao.